In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, da gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. Wo ist das Rezept geblieben? Von den Plätzchen, die wir lieben. Wer hat das Rezept verschleppt? Na, dann müssen wir es packen. Einfach frei nach Schnauze backen. Schmeiß den Ofen an und ran. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, da gibt es manche Leckerei. Und zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Wie könnte es anders sein? In der Weihnachtsbäckerei. Brauchen wir nicht Schokolade? Honig, Nüsse und Zuckerde? Und ein bisschen Zimt. Das stimmt. Butter, Mehl und Milch verrühren. Zwischendurch einmal probieren. Und dann kommt das Ei. Pass auf, vorbei! In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch, da macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Bitte mal zur Seite treten, denn wir brauchen Platz zum Kneten. Sind die Finger rein? Du Schwein! Sind die Plätzchen, die wir stechen, erstmal auf den Ofen blechen? Warten wir gespannt! Verbrannt! In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, da gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Es ist so, in der Weihnachtsbäckerei.